ist das das Ding? Und wir müssen dann vermutlich, ne? Ja, von unten. Ja, von unten? Also Luftlinie ist hier kürzer, aber ich glaube nach unten geht fast schneller. Weil wir da halt einfach nur straight up rennen müssen. So, ich probiere es mal nach unten. Weil da haben wir halt auch eine Verbindung, ist die Sache. Kann sein, dass nach links kürzer ist, aber... Eine der knackigsten Boxen? Gucken wir mal. Erstmal ein bisschen den Weg freimachen, damit wir nicht hängen bleiben. Okay. Einfach nochmal so für den Notfall ein bisschen Gestrüpp wegholzen. Können wir da auch dichter an dem Stein vorbei? Lass das gerade mal mit der Sichel machen. Weil wir da zwei Schläge pro Busch brauchen. Das lohnt halt gar nicht. Okay, du stehst da auch ungünstig. Du eigentlich nicht, aber sei es drum. Okay. Was für ein stumpfes Vieh, Alter. Aber Hauptsache gibt EP. Hol dir mal den Loot. Ist da noch welcher gedroppt? Hab ich drauf geachtet, hab keinen gesehen. Ach so, man sieht keinen, aber es ist trotzdem welcher da, ne? Crazy. Ja, hätten wir spätestens beim Sprint mitgekriegt. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall den Zaun wegmachen. So leid es mir tut, aber die Autos stehen da natürlich ungünstig. Nicht schaufeln. Aber wir müssen eh da zwischendurch. Ja, let's go, oder? Probieren wir mal. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, dass wir von dem anderen Lagerfeuer dahin wetzen müssen, aber probieren wir es. First try, baby. Easy. Aber echt ganz gut, dass wir den Weg freigemacht hätten, haben. Sonst hätte das, glaube ich, nicht geklappt. Das war schon close enough. Hier sind wir langgelaufen, ne? Es sah irgendwie aus, als wäre da noch Schatten auf der Map, aber nein. Ich würde mal interessieren, ob jeder das gleiche in den Kisten bekommt. Bestimmt, oder? Ja, würde ich halt mal... Da kommt man gar nicht rüber, oder? Vorerst zumindest nicht. Vielleicht kann man irgendwo eine Brücke ausklappen, weiß ich nicht. Aber ja, würde ich von ausgehen, weil die Boxen werden schon vom Loot her an das Gebiet gebunden sein, dass du jetzt nicht am Anfang direkt irgendwie Titan droppen kannst oder so. Oder Bauholz. Da gehe ich mal stark von aus. Wir hatten doch irgendwo... Da ist ein Obelisk. Wo ist denn der dritte Obelisk eigentlich gewesen? Da war der, den wir gemacht haben. Ach, der ist hier hinten. Ja gut, da kommen wir so schnell halt nicht hin. Gott, wie wir hier halt nichts... Alter, da rumzulaufen wird halt auch hart Cancer, oder? Überall Berge und Brücken und das wird, glaube ich, nicht schön. Na, schauen wir mal. Oh, da kreucht irgendwas. Hi. So, nochmal kurz hochschauen. Hundi!
noch die Eier mitnehmen und dann haben wir doch hier eigentlich alles soweit ganz gut erkundet. Das läuft doch, oder? In dem Gebiet gibt es kaum noch Monster. 15, ja. Haben ganz gut aufgeräumt. So, in die Besserungsanstalt kommen wir halt noch nicht. Aber wir wollen ja dann auch darüber. Und dann laufe ich jetzt noch einmal kurz die Küste da ab. Einfach damit es aufgedeckt ist. Und dann gehen wir tatsächlich endlich mal weiter questen, würde ich sagen, ne? So, noch 13. Würde mich eigentlich wundern, wenn hier oben noch 13 Monster kommen, aber weil es halt echt nicht mehr so viel ist, was wir nicht aufgedeckt haben. Oh, noch eine Mythos-Tafel. Gut, dass wir hier hingelaufen sind. Im Notfall scannen, ja, oder muss ich zum Turm und eigentlich ist es mir total egal. Das ist die Legende. Achso, ja, den Text kennen wir. Der einarmige König lehrte uns alles über das Mana. Wir lernten großartige Dinge zu erschaffen. Aber nur der König beherrschte die Zauberei ohne Mana. Wieso wollte er sie uns nicht beibringen? Wenn man bedenkt, was unsere Wissenschaftler und Ingenieure aus Mana gemacht haben, hatten die frühen Völker vielleicht doch nicht ganz unrecht. Oh, guck mal, wie süß es sich an den Stein gekuschelt hat. So, das wird schattig bleiben, weil da kommen wir einfach nicht hoch. Da kommen wir nicht durch. Jo, dann sind wir hier tatsächlich erstmal good to go, glaube ich. Dann gehen wir mal runter zum Lagerfeuer. Erstmal stumpf den Baum verprügeln. Alter, diese scheiß Sträucher hier, ne? Die fallen farblich auch einfach nicht auf. Oh, ist das doch tatsächlich so weit unten gewesen? Oh, hallo! Was haben wir denn hier noch? Steht hier einfach nochmal so ein guter alter Strommast rum. Und noch einer. Wie konnte das nur passieren? So viel Zaun, ne? Aber wir können jetzt in der Tat scannen, wenn wir am Turm sind. Machen wir gerade mal. Ja, okay. Halt einen Großteil einfach oben. Und da, wo wir einfach noch nicht waren. Macht erschreckend viel Sinn. Dann wackeln wir doch mal kurz in die Ecke. Ne? Das ist unfassbar. Ich kann sagen, gehört habe ich ihn, nur gesehen, nicht? Aber Fell, gute Sache. Nochmal Fell, sehr schön. Einer müsste hier noch sein, oder? Waren hier nicht vier? Wir sind auf jeden Fall... Ah, da unten. Und hier sind auf jeden Fall nochmal Eier. Nice. So, dann haben wir das ja auch alles aufgedeckt. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, was der Brunnen jetzt haben möchte. Da sind wir ja lang genug rumgeeiert, dass der wieder am Start sein sollte. Hier runter? Nee. Oder? Warte. Nee, noch hoch tatsächlich. Hier rum. Mal gucken, vielleicht bietet sich das ja an.
Was hättest du denn gerne? Einmal Fell, zweimal Scrap Metal. Wo kriege ich denn jetzt gerade mal Scrap Metal her? Also, außer aus der Kiste natürlich, aber... Ah, vielleicht von diesem Zaun. Da müssen wir nämlich nicht mal in die Kiste. Das reicht sogar schon. Ja, nice. Aber da kommt wahrscheinlich jetzt auch nichts Dolles bei rum für das bisschen... Wobei, das ist immerhin ein Fell, was wir da opfern. Gucken wir mal. Was haben wir so im Angebot? Schockt mich jetzt alles nicht. Also Mana-Perlen kriegen wir halt auf jeden Fall mehr als genug. Bauholz können wir halt easy machen. Aber ja, Bauholz ist einfach das Sinnvollste. Also Pilze sind tatsächlich eher das Seltenste. Also von den ganzen Sachen ist Bauholz theoretisch sogar das, was wir am meisten machen können. Das ist halt so der Punkt. Wir können uns halt easy, keine Ahnung, 500 Bauholz machen, wenn wir Bock drauf haben. Das dauert halt einfach, aber... Weiß ich nicht, Mana wird zu nehmen? Why? Wir haben, keine Ahnung, 500 Mana-Perlen oder so. Scheiß auf 4 Mana-Perlen. Ich nehme einfach ganz stumpf die Pilze. Weil wir die halt wirklich am seltensten finden. Sagst deinen Grund nicht, weil Spoiler? Okay. Ich hoffe, wir kommen bald an Lagerfeuer. Da drüben. Nee, ganz ehrlich, bevor wir jetzt rüberlatschen, gehe ich nochmal kurz zurück. Und schmeiß den ganzen Kram in die Kiste. Das Inventar ist einfach fast voll mit ganz viel angefangenen Sachen. Und halt gerade so der Pilz blockiert halt unnötig dann einfach was. Und es ist ja halt echt direkt nebenan. More or less. Aber ja, also selbst wenn wir noch mehr Mana-Perlen später brauchen, auch zum Aufwerten und so, es wird halt nicht an 4 Mana-Perlen scheitern. Dann packen wir halt irgendwo dann beleben wir halt im Zweifelsfall in irgendeinem Gebiet die Viecher wieder. Die droppen ja dann auch noch wieder Mana-Perlen. Gehe ich mal von aus. Werden. Wir können hier nämlich noch das Auto durchsuchen. Das würde ich ganz gerne machen. Okay, zweimal Eisen nehme ich. Dann wackele ich hier nochmal kurz die Küste ab, einfach weil wir das, glaube ich, doch, das hatten wir schon. Das sieht nur... Hatten wir das? Das sieht auf der Map halt voll nicht so aus. Aber das haben wir total gemacht. Hier liegt halt auch ein Dead Doggo. Von daher muss das halt so gewesen sein. So, oh Gott. Ich bin mal gespannt, wo hier Wasser anfängt und wie groß der Inselteil ist. Für die Quest müssen wir runter, ich würde aber gerne erstmal geradeaus zum Turm, in der Hoffnung, dass wir da halbwegs geradeaus hinkommen. Oh, Lagerfeuer, okay, das ging schneller als erwartet. Ein verlassener Militärkontrollpunkt, so weit im Norden? Fun Fact, es ist einfach so das einzige Lagerfeuer im ganzen Gebiet. Aber hey, wir haben auf jeden Fall noch ein Radio hier. Jetzt haben wir einfach mal kurz die Bunkerverteidigung da rausgenommen, weil die mir gerade echt egal ist. Das Quadrum... Moment. Das Quadrum-V-Rad, unsere letzte Verteidigung, wurde aktiviert, um sie und ihre Liebsten zu... Das Quadrum-V-Rad? Was zum... ist das? Setzen die irgendwie einen Gegenvirus frei? Hat das Quadrum-V-Rad alle erst so Zombies gemacht?
Guess so. Weißt du, ich mach die hier unten extra auf, nur damit du oben langläufst. Undankbares Miststück. Unglaublich. So, mehr Gummi. Und die Schranke muss auf jeden Fall weg. Die nicht vergessen. Oben am Lagerfeuer ist auch noch voll viel, was wir zerkloppen können, fällt mir gerade so auf. Nehme ich aber mal die Axt für. Brauche nämlich nur 3 Schläge. Aber die Platte geht damit natürlich nicht. Wie könnte es anders sein? Dann cooler, wenn man die Messer schneller hintereinander werfen könnte. Das löst irgendwie manchmal nicht so gut aus, habe ich das Gefühl. Aber das hat ganz easy funktioniert. Das war sehr entspannt eigentlich. Da habe ich selten so einen entspannten Kampf gegen den Fatty gehabt. Kann man mal machen. Oh, ein Strommast. Kommt denn der her? So, mehr zerlegen hier. Stoff. Und was sehe ich denn da links? Unglaublich. Hm. Ah, ja. Da unten ist noch eine. Okay, das wäre wahrscheinlich von hier. Okay, wenn da die Kiste ist, suche ich. Ah, Mist, das Ei kriegen wir schon gar nicht mehr mit. Dann, wenn da eine Timerkiste ist, dann gucke ich mal kurz. Dann räume ich hier auf jeden Fall ein bisschen was weg, dass wir da zügig durchkommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nötig ist. Also erstmal gucken, wie wir da überhaupt sinnvoll runterkommen, aber... Baum muss auf jeden Fall weg. Alright. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einen Durchgang, können hier das Gebüsch noch wegmachen. Oh, das ist eine Angelstelle. Und Pilze. Angelstelle machen wir dann auf dem Rückweg. Wobei, eigentlich wäre es voll sinnvoll, die Angelstelle jetzt zu machen. Gepäck. Tausche Lupe gegen Köder, tausche Schaufel gegen Angel. Und let's go. Weil gerade haben wir den Platz. Und wir müssen dann eh zum Lagerfeuer und können dann die ganzen Fische einfach direkt droppen, anstatt dass wir die dann wieder mit uns rumschleppen. Ja, fischmäßig bislang nicht so die beste Ausbeute, wenn wir ehrlich sind. Schon eher so mittelprächtig. Na, mal gucken, vielleicht brauchen wir die noch für irgendwelche Rezepte. Das wäre halt voll okay. It will never stop. Ah ja, okay. So, dann tausche Angel gegen Schaufel, tausche Köder gegen Lupe, danke. Genau, den Busch ausgraben ist das, was ich machen wollte. Den Busch weghauen ist eher das, was ich machen wollte. Genauso wie den.
Die Bäume müssen hier weg. Okay. So, dann können wir auf jeden Fall an nichts hängen bleiben, glaube ich. Laufen hier einfach einmal elegant unten drum. Und können hier einfach wirklich straight up. Mehr oder minder. Das ist voll gut. Oh shit, ich habe vergessen, dass die Viecher respawnen. Na egal. Aber hat ja funktioniert. Und wir haben Gummi bekommen. Nice. Und Fell. Nice. Ja, nee, dann müssen wir sowieso noch runter. Ich wollte den Turm zuerst machen. Das war der Punkt. Le Turm, Le Turm. Der ist noch ganz schön weit weg. Oh. Da vorne steht irgendwas Dickes. Wir hatten lange keinen Boss mehr. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Fatty. Ja, wobei, muss nicht. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein Fatty. Läuft. So. Haben uns auch nicht groß bewegt, das stimmt. Wir haben nicht so viel Strecke gemacht. Also wir haben uns schon viel bewegt, aber nicht viel aufgedeckt. Sagen wir es so. Militärkontrollpunkt, bitte erhalten Sie einen Ausweis. Ja, ja, okay. Don't care about Ausweis. Weg mit dem Schild. Was steht hier drauf? Biberspitze. Hey Baby, darf ich dir meine Biberspitze zeigen? Ist Biberspitze eigentlich ein Codewort für Reizwäsche? So ganz, ne? Also, if you know what I mean. Weiß nicht. Ich will hier eigentlich überall hin. Aber erst Turm. Dang it. Oh, hallo. Die habe ich hier nicht gerechnet. Fairerweise du vermutlich auch nicht mit mir. Also schon okay. Kann man machen. Es war halt schon fast tot. Also was sollen wir denn da, ne? Das hat doch auch keinen Nährwert. Also doch, vielleicht schon. Wahrscheinlich schon. Ich werde nicht eher aufhören, als dass alle Strommasten auf dieser Insel getilgt sind. Links Biberspitze, rechts Nordkanzlerfeld. Nicht Kanzlerfeld, Kranzfeld. Fucking Kanzlerfeld, Alter. Hi. Oh, du bist neu. Und du bist schnell. Und du machst wahrscheinlich scheiß viel Schaden. Ich will es nicht ausprobieren. Na, okay, du machst schon Schaden, aber nicht so übertrieben viel. Also der hat mir jetzt mit dem Sprung vielleicht so 30% abgezogen. Eher weniger. Also zwei, drei Treffer stecke ich von dem locker ein bei vollen Hitpoints. Gummi bitte. Danke. Okay, ich bin jetzt bei, sobald ich rote Punkte auf der Map sehe, auf jeden Fall direkt wieder skeptisch. So. Oh, wir haben keinen Platz mehr für den Pilz. Ich bin schwer enttäuscht. Na, am Turm ist ja bestimmt irgendwo ein Lagerfeuer. Ist ja meistens der Fall.
Oh, da ist eine Brücke von der anderen Seite zum Runterklappen. Spannend. Biberspitze, Arcturus, okay. Da kommt auf jeden Fall das gewünschte Lagerfeuer auf. Ich wundere mich gerade, dass hier nicht mehr rumsteht. Meistens ist an den Türmen doch immer noch irgendein Fetti, aber ich will nicht zu laut schreien, vielleicht kommt er gleich noch. Aber nö, sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, sie ist einfach total chill. Okay. Na dann. Activate! Der Fetti war der Springer in dem Fall, ja, aber der war halt einfach kein großer Punkt auf der Map, weißt du? Das Gebiet ist gar nicht so klein. Also es ist schon auch viel Wasser, aber es keine neuen Verbindungstürme in der Nähe. Ja, das ist korrekt. Da ist ja sonst auch nichts. So, tödliche Frequenz herstellen. Danke, Radarscanner herstellen. Zurück. Scan hier mal. Meinst du? Ah, man sieht direkt einen Boss. Spannend. Na, wenn das so ist. Lage ich doch mal meinen Kram ein. Nehme hier das Gummi mit. Freue mich sehr darüber. Brauchen immer noch zwei Gummi, dann könnten wir das Gewehr aufwerten. Finden wir ja doch bestimmt irgendwo, oder? Im Container ist Safe 1, glaube ich. Ich glaube, Container brauchen immer ein Gummi. Ja. Fehlt nur noch eins. Also, dass da kein Gummi drin ist, weiß ich, aber ich dachte, ich mache das trotzdem mal gerade. Kann ich bitte das Fass treffen? Oder oben ist auf jeden Fall noch irgendwas abgeschlossen. Okay, das ist mehr Zaun, als ich dachte. Ich dachte, das wäre nur so die halbe Ecke, aber das geht hier ja komplett rum. Das ist ja furchtbar. Wer baut denn sowas? Fünf Stindens, bitte. Alright. Ja, bei Gelegenheit. Irgendwo links haben wir noch einen Pilz liegen lassen, glaube ich. Ah, da ist übrigens das letzte Gummi, was wir suchen. Und wenn ich es schaffe, die Axt auszuwählen, dann funktioniert es auch. Dann ab ans Lagerfeuer, dann respawnen wir einfach mal die Viecher, die wir beim ersten Mal oder beim ersten Durchlauf geplättet haben. Ausrüstung verbessern, bitte. Gewehr, wo ist es? Ah, ganz oben. Fast ganz oben. Bauholz und Elektroschrott, I'll take it. Stahl und Mana-Perlen, I'll take it. Okay, Titan und Mana-Splitter war zu erwarten. Aber es macht immerhin 111 Schaden und kann 8-mal schießen jetzt. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Nochmal verbessern muss ich jetzt aber nicht verfolgen. Tatsächlich müssen wir auch... warte, ich gehe da kurz nochmal ran. Tatsächlich müssen wir auch die Axt gerade gar nicht verfolgen, weil es bringt halt nichts. Wir haben so schnell eh keinen. Oh, wir haben noch Fell über. Haben wir noch Klamotten, für die wir Fell brauchen? Erstmal nicht, ne? Erstmal haben wir nichts, das an Fell scheitern würde. Dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Dann ist jetzt auf jeden Fall das Tierleckerchen dran. Das braucht nochmal Fell. Warum braucht denn das so viel? Das ist voll nicht gerechtfertigt. Die Dinger können wir verbessern. Nicht, dass wir die groß nutzen würden, aber... Wir haben... Okay, legendärer Lachs ist aber nicht wirklich legendär, ne? In dem Sinne. So, aber dann sind die Dinger Max. Dafür brauchen wir noch mehr Gummi. Dafür brauchen wir Titan. Nein, nein, nope,
gedacht, wir brauchen immer noch so viel Gummi, ne? Komm, die Hasenpfote machen wir einmal. Die braucht garantiert auch ganz viel Fell, oder? Nein, die braucht jetzt auch Gummi. Gosh dang it. Das können wir mit Fell mal machen. Auch wenn ich es nicht nutze, aber wir werten es halt auf. Guck mal, dann ist das auch Maximum. Wer weiß, wann wir es brauchen. Lupe braucht Titan. Oh, den Materialmagneten könnten wir nochmal total aufwerten, wenn wir 10 Gummi haben. Den kann ich mal total verfolgen. Und einen Schlafsack können wir jetzt nicht mehr, dafür fehlt ein Fell. Was wir aber relativ safe bei Gelegenheit wiederbekommen, einfach weil jetzt auch Hunde respawned sind. Da schon mal nicht. Oh, du bist tatsächlich ein Fetti. Sag mal. Sag mal, kann ich den bitte treffen? Warum werfe ich denn keine Messer, Alter? Junge, wirf mal Messer. Ich drücke halt Rechtsklick wie bescheuert und nichts passiert. Strange. Frag mich nicht, warum das am Anfang nicht ging. So, das ist doch soweit alles ganz hübsch. Warum laufe ich jetzt zurück, um die Viecher zu klatschen? Das können wir halt irgendwann machen. Das muss doch halt gar nicht jetzt sein. Ich schätze, ich will einfach das eine Fell haben, was wir einfach nicht bekommen. Aber... da ist es. So, als nächstes machen wir dann aber auf jeden Fall den Boss. Also den habe ich schon auf dem Schirm. Oh, Gummi. Noch Schaden von genommen. Unglaublich, könnte das passieren. Dachte, da bin ich weit genug weg, aber nein. Ja gut, dann schmeißen wir noch den Kram einmal hier hin. Komm, go, go, go. Ausrüstung verbessern. Schlafsack. Achso, gedrückt halten. Okay, dass der noch mehr Fell braucht, macht sogar Sinn. Irgendwo. Dann orientieren wir uns weiter an den roten Punkten, klatschen den gleich noch. Komm, komm. Ja, dann machen wir die jetzt an der Brücke vorne auch noch, dann ist das durch. Ja, quatsch mir nicht voll. Danke. So. Dann sind wir den Kram doch hier los und dann Boss-Time, würde ich sagen.